Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibition. Baby, there's nothing holding me back. Liebe das Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Abschnitt. Und ich weiß gerade gar nicht, ich habe mir gerade so gedacht, irgendwas willst du noch Spannendes erzählen und dann habe ich es vergessen. Also machen wir einfach erstmal den neuen Abschnitt. Oh, habe ich jetzt in der Nase. Und dann fällt mir vielleicht wieder ein, was ich erzählen wollte. Neustadt, August 2015. Mario Blatter hat einen Anruf erhalten. Von einem Typen von der Truppe. Gute alte Zeiten. Guter Mann. Bonsai. Harald. Er erinnert sich, ein bisschen verbissen der Typ, hat er sich bewahrt. Ein Guter. Einer von den Guten. War mal was gewesen und der Typ war eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden. Aber dann war wieder alles gut. Hatte wohl auch die Wende gut verkraftet. Haus jetzt und Frau und Auto, klingt alles super, auf der Erfolgsstraße. Könnte er selbst auch mal ein bisschen von gebrauchen. Aber vielleicht kommt das ja jetzt. Er schiebt ein paar von den Aktenstapeln auf den Schreibtisch an die Kante. Sieht wichtig aus, die vielen Aktenstapel, aber die Wahrheit ist, dass es nicht wichtig ist. Er kann sich nicht gerade über zu viel Arbeit beklagen, aber dies hier klingt nach einer guten Sache. Der Bonsai, ne? Die alten Tage. Blatter grinst und zieht die Nase hoch. Das ist wirklich ärgerlich. Er muss diesen Hülsdorf auch bitten, ihn zu entschuldigen, weil er spürt, dass er gleich Nasenbluten bekommen würde. Das ist das Problem mit dem Kokain von hier. Es ist so gestreckt, dass man ziemlich robuste Schleimhäute braucht. Er merkt, wie das Blut in seine Nase sickert. Er nickt dem Hülsdorf zu, der muss jetzt mal eben warten. Er steht betont langsam auf, geht zur Tür und eilt nun ins Bad. Da sprudelt schon alles aus der Nase, aus dem Wasserhahn. Der gekachelte Fußboden, eine Spur bis zum Waschbecken, alles voller Blut. Seine Hand, beim Versuch, die Nase zuzuhalten, das Blut den Ärmel hinabgelaufen. Oh, kann mir das bitte überspringen? Er sieht sein Gesicht im Spiegel, blutverschmiert, aus den Nasenlöchern treten große Blasen. Oh, ärgerlich, echt ärgerlich. Schnell gereinigt, gesäubert, das Blut abgebluten, abgewartet, kaltes Wasser, das ganze Programm und dann zurück. Verbindliches Lächeln. Die Alte schon etwas irritiert. Er hat das Gefühl, dass er ihn durchschaut hat, so wie der die Stirn runzelt. Aber das kann er wieder wettmachen. Er setzt seine Generalstimme auf, seine knarrende, sichere. Ja, so einen komischen Ponyverein mit Kindern und Kram, das wegzukriegen wäre doch kein Problem. Der Vertrag, den kann man nicht kündigen, den gibt es nicht. Zuversichtlich lächeln, vorsichtig ausatmen. Er strafft die Schultern und sieht den Hülsdorf an. Ja, gute Strategie, alles gegen die verwenden. Alles, aber auch alles. Wie Umweltfrevel, ist ja perfekt, wie? Mist schmeißen die überall rum, noch besser. Und wie? Die Kinder marodieren da überall rum, kennt man ja. Die plagen anderer Leute und machen alles kaputt, herrlich. Und Ponys laufen rum, frei, ohne Leine? Ist das überhaupt erlaubt? Wird er sich schlau machen. Ist doch eine Gefährdung. Die Wege verbieten für die, wunderbar. Hat er keine schriftlichen Beschwerden gegen die? Nein? Dann soll er sich selber welche schreiben. Einfach im Internet ein Postfach aufmachen und unter einem ausgedachten Namen und sich selbst eine Mail schreiben. Absagen, Beschwerden, alles, was man geltend machen kann, ist gut. Und er? Blatter, gegen einen kleinen Aufpreis macht er sich schon mal zu allen Ämtern und schreibt noch was. Wie? Kein Aufpreis? Na auch gut, wir kommen schon zusammen. Hülsdorf nickt und Blatter auch. Vorsichtig ausatmen. Der große Wurf? Die Räumungsklage. Das wäre doch gelacht. Die sind doch angreifbar. Die kriegt man doch weg. Und der ganze Wirbel um dieses Minipferd, das muss man sich doch auch nicht gefallen lassen. Man hat doch da nicht an einen Zoo verpachtet. Ja, er schreibt da was zusammen und dann ab ans Gericht. Ein Handschlag unter Männern. Eine Unterschrift und geritzt das Ding. Noch ein paar Verfügungen? Klar, tütet er ein. Und den Preis niedrig halten. Ist gut. Machen wir. Machen wir. Er soll sich keine Sorgen machen, der Hülsdorf. Von Hülsdorf, richtig. Er hat hier den geeigneten Mann gefunden. Und mir, dem Bonsai, seiner rechten Hand, gerne wird er mit ihm zusammenarbeiten. Man kennt sich. Man schätzt sich. Das wird schon. So. Als allererstes, ich kann überhaupt kein Blut sehen, wirklich gar nicht. Ich wollte früher unbedingt Tierarzt werden, aber als man dann ins Alter kam, dass man mal Blut sehen muss, oder ja, also mein eigenes geht schon noch einigermaßen, aber und wir hatten eben ein einziges Mal einen Tierarzttermin, bei dem ein Pferd wirklich so eine Infusion gebraucht hat und ich musste den Kopf festhalten von dem Pferd und das Blut lief den Hals runter, dass ich wirklich gedacht habe, ich falle gleich ohnmächtig um. Also ich kann gar kein Blut sehen. Und auch jetzt gerade das vorzulesen, war schon so eklig, weil ich mir das so gut vorstellen kann im Kopf, weil jeder hatte doch schon mal Nasenbluten. Zwar jetzt vielleicht nicht so krass, aber ich hatte Gott sei Dank auch nur ein einziges Mal in meinem Leben Nasenbluten und habe dann gleich den ganzen Ort da zusammengeschrien gefühlt. Also ich bin da ganz, ganz schlimm. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich Spannendes erzählen wollte, also wird es wohl nicht so spannend gewesen sein.
Am Sonntag kommt endlich das 5000 Abonnenten-Special-Video online, denn wir machen eine neue Verlosung und ich freue mich schon so, so sehr, denn ich glaube, es wird euch. Warum rede ich eigentlich gerade so schnell? Ich glaube, es wird euch ziemlich gut gefallen, was wir uns überlegt haben, denn es ist ziemlich interaktiv und ihr habt auch was zu tun. Also am Sonntag auf jeden Fall einschalten und das neue Video schauen und fleißig bei der Verlosung mitmachen. Fabian. Und der inspiziert gerade da drüben meine Klamotten. Und wir sind gerade ein bisschen in der Pflegephase. Deswegen will ich nicht, dass er jetzt da irgendwie meint, sein Geschäft da drauf machen zu müssen. Aber ich habe ihn im Blick. Jetzt hat er sich gerade vor Egon erschrocken. Okay, er legt sich nur hin und frisst meine Hose. Das ist okay. Fressen ist okay. So, und dann würde ich sagen, seht ihr mich am Dienstag wieder. Also bis Dienstag. Tschüss!